Servus, grüßt euch. Eine weitere Folge von Ich helfe dir. Diesmal von der lieben Liska. Ich glaube, den Namen habe ich schon mal gehört. Irgendwas mit Fuchs oder Füchschen, irgendwie sowas. Oder heißt es Lissa? Egal. Damit halte ich mich jetzt gar nicht auf. Aber hier geht es darum, um die Frage, ob man 3D-Wände im Treppenhaus als halbkreisförmige Ecken irgendwie bemaßen kann. Und das probiere ich jetzt einfach aus in meinem Subgrade-Projekt. Dort werde ich jetzt einfach hier halbrunde Wände. Ja, machen wir es hier. So, holen wir uns die Kurvenbemaßung. Assoziativ ist aus. Wir müssen die Kurve anklicken. In dem Fall ist es das 3D-Bauteil. Da können wir ja schon mal einen Radius hier festlegen. Dann können wir hier die Winkelmaßlinie machen. Wie weit gehen wir raus? Kommen wir hierher. Dann den Startpunkt wählen und den anderen Startpunkt. Haben wir hier die 90 Grad in dem Fall. Dann mache ich Escape. Und jetzt hört man noch hier die Möglichkeit Bogenmaßlinie oder Winkelmaßlinie. Bogenmaßlinie ist sozusagen dasselbe Spielchen. Genau, und dann haben wir das Ganze und das capen das. Daumen nach oben, wenn es euch geholfen hat. Liska, ich hoffe, ich habe deine Frage beantwortet. Wenn nicht, dann schreibst du mal in die Kommentare, ob da jetzt irgendwas von mir falsch gezeigt wurde oder vielleicht die Aufgabe falsch verstanden wurde. Ansonsten schreibt natürlich rein, ob es richtig gemacht wurde und like das Video gerne wieder. Servus, ciao, euer Peter. Servus, ein Klick für dich, ein Ritterschlag für mich.